Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Was soll ich sagen? Ich bin beim Berg, da ist er. Richtig geil und ey, wie vom Schicksal hingeschissen, habe ich hier auch direkt babum, einen Sieg. Nicht, dass ich brauchen würde, wie gesagt, muss ich unbedingt trinken, aber erstmal haben. So, und wenn wir jetzt schon mal unterwegs sind, würde ich vorschlagen, krebsen wir erstmal Runde Richtung Berg, gucken, was da direkt abgeht. Und dann überlegen wir, wo wir die Basis hinsetzen. Ich glaube, der ist scheiße drauf, ich töte den mal. Stimmt. Also passt auf, sehr schön. So. Dann mach's mal Licht an hier. Zack. Haben wir eine Funzel. Läuft. Mal geguckt, ob die Aufnahme auch läuft. Hä? Hey. Und ja, jetzt ein paar Pflanzenfasern. Kann man nicht mitnehmen. Steine. Ja, das ist ja schon mal gut. Hier oben bauen wir erstmal keine Basis. Da wird mir das Gekrebsel zu blöd. So viel kann ich hier schon mal festhalten. Ansonsten, da diese Senke wäre eigentlich prädestiniert dafür, wenn man schon ein Schiff hätte. Da haben wir vielleicht langfristig hin. Aber erstmal würde ich sagen, nisten wir uns hier ein. Ne, gleich erstmal mit dem Zelt. Weil hier ist wirklich. Oh. Achso. Ja, cool. Licht ausmachen. Oh. Ich friere. Hier ist kalt. Okay. Das hatte ich auch nicht. Aber war anzunehmen, ne? Dass das kommen wird. Und dann gucken wir mal. Wo bauen wir unser Häuschen hin? Vorne, schön an Strand, Strandhütte. An die Bäumchen da, die Büsche. Ja, das machen wir. Dies machen wir. Oha, die Kälte frisst echt hart die Stamina. Ich gucke jetzt erstmal hier rein, dass wir erstmal gleich ein bisschen pennen können. Habe ich irgendeine Temperaturanzeige? Ja, da oben, 8 Grad. Okay, 8 Grad ist zu wenig. Ja. Ist mir auch. Auch gleich mal den Baumodus drin. Und dann schlagen wir erstmal hier unser Zelt auf. Dann pennen wir erstmal eine Runde. Zack. Einen wunderschönen guten Morgen. Da sind wir. Ja, ey. Wenn ich hier nicht wach werden will, wo dann? Dann weiß ich auch nicht. Ja, geile Ecke. Die nehmen wir so, wie sie ist. Und jetzt haben wir ja unsere Mission. Unlock Portable Constructor. Das machen wir jetzt zuallererst. Gucken wir erstmal. Basis. Kleingenerator. Pflanzenlicht. Kleiner Constructor. Der war es, glaube ich, nicht. Den habe ich gestern schon. Nahrungsmittelprozessor. Da kann ich wahrscheinlich mein Fleisch dazu bereiten. Selbstschussanlagen. Oh, die kriege ich mir ja früh. Das ist ja schön. Anzugstation. Diverses. Und ist hier. Portabler Konstruktor. Zack, einfach freischalten. Und hier seht ihr, ich habe ein paar mehr Punkte, die ich vergeben könnte. Aber das brauche ich, glaube ich, jetzt noch nicht. Wir gucken mal, was das Tutorial noch bringt. So, Craft Portable Constructor. Jetzt geht das ganz leicht über das Menü hier, Überlebenszucker. Und dann haben wir hier den portablen Konstruktor. Da wir ja schon einiges abgebaut haben, können wir den direkt herstellen. Dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Ne, unsere Zeltchen lassen wir hier erstmal stehen. Alles ganz easy und jetzt brauchen wir langsam mal wieder was zu futtern. Davon können wir ein paar herstellen. Von was auch immer. Aus Gemüse. Wie viel Gemüse haben wir hier? Das sind hier Kräuterblätter, Gemüse. Na gut. Können wir einen so, können wir zumindest mal einen Riegel herstellen.
müssen wir wahrscheinlich sehr bald echt gucken. Achso, das ist ein Baum. Ich dachte, das wäre ein großer Stein. Krass. Können wir das hier essen? Kriegen wir noch ein bisschen was? Ja, ein klein bisschen was. Nicht die Welt, aber immerhin. Ja. So. Zack, zack. Und hier auch. Zack, zack. Und dann ist unser Portable Constructor auch gleich fertig. Essen haben wir deswegen auch nicht mehr. Das macht mir ein wenig Sorge. So, was hat er da oben gerade gemerkt? Du bist irgendwas. Erstmal stellen wir das Ding dahin. Congratulations, Commander. You have successfully completed the first chapter, Basic Survival of the Robinson Protocol. Check the PDA Tutorial Tab for more Survival Tutorials. Ja. Mission Robinson Protocol, Basic Exploration. Annehmen und aktivieren. Ja, machen wir gleich mit. Ja, jetzt kriege ich gleich nochmal hier einen Text. Du bist immer noch kalt und ich habe immer noch Hunger. Ich bin auch hart am Starven. Du stirbst langsam, mangels Nahrungsmangel. Das ist nicht gut. Das heißt, wir brauchen erstmal Lebensmittel. Zwei ganze. Oh, das ist ja geil. Die kriegt ihr Hallos. Das ist ja irre cool. Also relativ easy gemacht. Ich weiß, einfach nur eine Linse davor gesetzt, aber. Nette kleine Idee. Geil. Das ist echt cool. So. Flipp erstmal. Immerhin 75, Craft Motorbike. So. Genau, dafür müssen wir jetzt erstmal alles hier reinlegen, was wir so haben. Die ist eine ganze Menge. Und hier haben wir auch das Motorbike. Da brauche ich einen Motorradbausatz für. Aber ich glaube, bevor wir das machen, müssen wir erstmal was zu essen finden. Das ist ja hier katastrophal. Wir haben nur schon mal ein bisschen davon rein. Und dann gucken wir, dass wir irgendwas zu Feuer reinkriegen. Kann ich hier noch was? Nein, kann ich nicht. Habe ich hier noch was? Hier ist das Fleisch übrigens verrottet. Du leidest unter Kühlung. Meine Fresse. Okay. Will ich aber, oh, der verreckt schon wieder. Und gleich bin ich tot. Ja, krass. Das ging schnell. Gerade noch was gegessen, ey. Meine Fresse. Das war ja übel. Ja. Wir fangen da wieder an, wo wir verreckt sind, ne? Irgendwo einen Rucksack jetzt. Ja, Wagners Rucksack, das ist ja schön. Dann sammeln wir erstmal unser ganzes Plunder wieder auf und müssen trotzdem auf Nahrungssuche. Hilft ja alles nichts. Das ist auch ein bisschen unschön, dass das hier nicht direkt wieder reingemacht wird. Aber gut, so ist das manchmal. Zack. Und dann sehen wir mal zu, dass wir irgendwas zu futtern kriegen. Was ist das? Gemüse, sehr schön. Zu spät, aber sehr schön. Das heißt, wir haben das hier auch in der Nähe. Pflanzenprotein. Okay. Ich hoffe einfach nur, das läuft jetzt. Das ist kein Pflanzenprotein. Dann brauche ich irgendwas zum Kochen, ey. Kann es sein, dass ich hier jetzt alle Nase lang verhungere? Alien-Dorn. Okay. Egal. Was mich am Leben hält. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was zu essen hier. Da ist noch mehr Gemüse. Und mehr Alien-Dorn. Und noch ein bisschen Eisen. So, währenddessen produziert unser Ding da Kupfer.
Metallbahn. Die brauchen wir nämlich gleich für dieses blöde Motorrad. Aber während das dann runter vor sich hin friggelt. Achso, das ist meine Stamina. Hab ich jetzt eigentlich einen produziert? Jo, bereit für die Ausgabe. Herrlich. Ja, das tatsächlich glaube ich, dass ihr jetzt erstmal dieses Pflanzenprotein vorab produziert. Und dann so Proteinriegel hinterher. Das sieht man nachher in dem Dings wesentlich besser. Was ist das denn? Silizium. Perfekt, das brauchen wir auch noch. Das hat noch gefehlt. Das ist ja die Wucht. Und vielleicht verlegen wir, auch altbekannt, unsere Basis nochmal ein Stückchen nach hinten. Hier schön vor dem Berg. Ne, so schön das da ist, aber da ist halt arschkalt. Und hier haben wir jetzt auch nur 6 Grad, okay. Aber das wäre auf jeden Fall schon mal um Längen besser als da hinten. Man kann ein bisschen weiter gucken. Wald und alles ist trotzdem in der Nähe. Und ich finde die Landschaft hier ganz schön. So mangte Dinos, da ist wieder Gemüse. Was ist das da hinten? Keiner weiß es. Kicken wir mal. Nehmen wir erstmal alles mit, was wir kriegen können hier. Wir brauchen Dinos. Derweil essen wir nochmal einen Happen. Da sind noch 2 fertig. Sehr schön. Das finde ich gleich wieder am Hunger tot. Ja, alles cool. Ich tue euch nichts. Und dann doch nicht. Auf jeden Fall eine andere Färbung. Wäre halt interessant zu wissen, ob die auch irgendwie aggressiver sind oder sowas. Ja, ich gehe ja weg. Alles cool. Ich verpiss mich wieder. Ist das nur ein Baum gewesen? Das wäre ja ätzend. Nächste coole Frage. Kann ich mir auf der Karte Wegpunkte machen? Oh, macht er automatisch. Notfallzelt. Cool. Ich hoffe, das bleiben hier nicht die einzigen Erzlager in der Nähe. Das wäre richtig Bullshit. Oh, was ist das? Kräuterblätter. Die kann ich doch bestimmt irgendwie zum Haltbar machen. Benutzen. Steroide, wer brüllt mich hier schon wieder an? Ich traue dem Speer noch nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Skelett, hier würde ich auf den Berg so ein bisschen raufkommen. Shit hier. Pflanzenprotein. Sehr schön. Ist auch wieder so ein Riegel. Ich mach die jetzt mal hier. Oh, die Fall. Was ist das eigentlich? Heißgetränk. Cool, was brauche ich denn dafür? Knospen. Nur Knospen. Man braucht mal eins. Nahrungsversorgung ist ja erstmal sichergestellt. Das ist hier tatsächlich relativ reich an Nahrungsmitteln. Das war ja bisher auch noch nicht selbstverständlich. Von daher ein Grund mehr eigentlich hier zu bleiben. Ja, sicherlich mit dem Moped ist man nachher um einiges fixer, aber warum soll man das schwer machen? Und daraus? Nix. Schade. Ne, und also gefühlt haben wir auf der Wiese hier jetzt schon mehr gefunden als in den ganzen anderen Ecken, die wir bisher hier so hatten. Schön am Fuß des Berges. Da. Da rein. Ja, da in die Senke. Da packen wir unsere Basis nach rein. Ich glaube, das ist eine coole Idee. Was ist hier los? Entschuldigung. Also unser Silizium ein bisschen einschmelzen. Oh, Stamina ist am Anfang echt so ein Ding, ey. Lange Touren kann man damit nicht machen. Ja. Zack, zack. Spinnen. Verpiss dich mal ab.
Reichweite lässt sich natürlich echt schlecht abschätzen. Auch nix. Und du auch nicht. Zack, auch hin. Ach, sehr schön. Wie Fleisch. Und ich glaube, wir könnten noch ein bisschen weiter Steine abbauen. Ja, mir ist kalt. Das ist aber gar nicht das Problem, denn also man kann, glaube ich, von gleich sprechen, wenn ich sage, brauche ich mal so einen Heizgenerator oder meine Basis. Und ich bin das egal. Aber erstmal habe ich Herzrasen. Das Kupfer da vorne noch mit und dann hier vorne zu unserem Zelt. Alter, der baut auch echt keine Stamina wieder auf, wenn er friert. Wie still? Ja, leicht, aber auch nicht wirklich. Der Debuff ist echt heftig. Habe ich das Ding mit? Ja. Bauen wir einfach mal hier hin. Zack. Okay, hat sich wieder aufgewärmt und dann geht das wieder fixer. Ja, cool. Das ist ja eine ganz nette Idee. Auch wenn er wahrscheinlich gleich wieder friert. Ist denn irgendwo Körpertemperatur sowas stehen? Ich weiß nicht, ob das da rechts meine Körpertemperatur ist oder tatsächlich die Umgebungstemperatur. Also wenn es Körpertemperatur ist, dann ist er quasi schon tot. Also ich gehöre irgendeiner komischen Alien-Lebensform an. Und 18 Grad ist ein bisschen Hölle geben. Also 25 bis 28 check ich halt nicht. Naja, gut. So, jetzt gehen wir mal hier rein. So, das haben wir schon mal. Jetzt können wir hier noch... Das ist wieder Eisenerz. Putz, putz. Silizium-Erz. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen sehen. Ah, seht ihr. Läuft doch. Erstmal ein Stack Silizium paaren. Okay, da brauche ich Motorradbausatz für. Dafür brauche ich einen Motor und einen Nanoröhr. Kohlenstoffsubstrat. Wie kriege ich denn das nochmal? Es gibt bestimmt hier wie Kohlenstoffsubstrat, aber es ist auch Pflanzenfaser und Gesteinsmehl. Jetzt mal ein bisschen Gesteinsmehl fertig. Und dann kann ich die herstellen. Nanoröhre, Kohlenstoffsubstrat, Pflanzenfasern. Da habe ich da so viele von. Genau. Rin. So, und jetzt sieht man das ganz gut. Jetzt kann ich den ganzen Scheiß hier bauen, auch wenn ich das hier nicht im Input liegen habe. Jetzt sage ich einfach hier, nochmal fertig, knallt er mir das voll und produziert das, was ich brauche, vorweg. Ich weiß gar nicht mal am Output. Ist auch tatsächlich gelockt. Zack. Ne, weil, also, sonst wäre das echt frickelig. Also, ich habe das am Anfang gedacht, ich muss hier alles einzeln craften. Und ja, hab dann einfach hier schon den Motor gesehen und gedacht, boah, Stahlplatten an, meine Elektronik, bis ich damit fertig bin, ist übermorgen. Ne, hier für den Bausatz noch mehr Kram. Aber nein, das macht er alles vollautomatisch, ne? Wenn ich hier aussehen, was ich schon schön machen kann. Ich kann schon Cockpit sind zum Scheiß, kleine Solarpaneele, okay. Energiekondensator, Generator. Gerät zur Stromerzeugung benötigt Kraftstofftanks gefüllt mit Kraftstoffzellen zu funktionieren. Okay. Den muss ich da wahrscheinlich immer noch irgendwie Energie reinkriegen. Treibstofftank. Also hier Bodeneffektantrieb. Okay. Andruckplatte. Gut. Wie dem auch sei. So, wir sammeln erstmal alles wieder ein hier.
einsammeln, bin ich, wusste ich auch erst durch. Shift F, seltsame Tastenkombination tatsächlich. Und der Name hier, da. Bike. So, also Perspektive finde ich schon mal seltsam. Aber es ist etwas schneller als zu Fuß auf jeden Fall. Aber auch in etwa so beweglich wie ein Sack Kartoffeln. Also ist der hier im Wendekreis von dem Berg, etwa, grob geschätzt. Aber wo wir gerade beim Berg sind. Hier ist Bergrücken und hier leben wir jetzt, glaube ich. Zack. Stellen wir das jetzt mal hier hin. So, das war unser portabler Herstellungsding. Und hier haben wir unser Hitzegenerator. Ey. So wollten wir das nicht. Nee, das ist Hitze. Zack. So, jetzt muss ich tatsächlich mal gucken. Kann ich denn... Was ist das, ich da rüber schicke? Da ist tatsächlich ein bisschen unschuldig. So. Seid zufrieden, Spiel. Muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwie überhaupt was Basistechnisches schon bauen kann. Basisstarterwürfel. Bodengleiter. Okay, das will ich ja alles nicht. Kohlenstoffverbund. Stein. Stahlblöcke. Kohlenstoffverbund, Betonblöcke. Brauche ich Zement für. Zement kann ich schon vorherstellen. Gerüstblöcke L. Okay. Stahlblöcke L. Ah, die gibt es in verschiedenen Größen. Okay. Künstliche Masseblöcke. Okay, die werden aus Stahl hergestellt. Stahl ist doch schon bestimmt schon mal. Ah, Lebenspunkte 25. Da steht gar nichts von wegen Lebenspunkte. Auf jeden Fall hohe Masse. Platzierbar auf Basis. Luftdicht true. Luftdicht false. Luftdicht true. Aber. Lebenspunkte. Wieso steht da jetzt nicht mehr, wie viele Lebenspunkte die anderen haben? Das ist affig. Lebenspunkte 25. Das finde ich doof. Aber gut, wir fangen jetzt mal hier. Gucken wir mal, wie das aussieht. Jo. Interessant. So ein Basisblock halt, ne? Okay. Muss ja. Achso. Craft Weapon and Detector. Ja, das machen wir. Aber erstmal gucken wir, dass wir uns hier so ein bisschen. Ach du Scheiße. Okay, Berg ist hart. Also zumindest für den Anfang. Kann ich da nicht weiter rein? Hier auf jeden Fall. Machen wir jetzt mal so eine klare Kante hier rein. Zack, zack, zack. Das dauert ewig. Meine Fresse. Upp. Upp. Sollten uns vielleicht auch reinsetzen. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Da hat man tatsächlich unten links auch keinen Indikator mehr, wie haltbar das Material ist. Und ich hätte gesagt, ja, das sieht schon besser aus. Das geht doch etwas schneller hier schon. Klappen wir uns mal einen Stein und hoffen, dass es wärmer wird. Aber mit einer Heizung rein. Fundament können wir eigentlich auch später bauen. Aber diesen Basisstarterblock, den setzen wir vielleicht hier irgendwo rein. Zack. Neue Basis BA kreiert. Das ist so schön. Dann gehen wir mal an unseren Konstruktor hier. Und fangen einfach mal an, irgendwas herzustellen. Kann ich dafür schon was erforschen? Basis, Treibstofftanks, Aufzugsblöcke, finde ich schon mal sehr gut. Panzertüren, Pflanzenlicht, Kleiderkonstruktor, Frachtboxen.
Okay, dieser Block repräsentiert eine ganze Blockgruppe. Im Schnellzugriff legen und mit rechter Maustaste ausklappen. Okay. Boah, machen wir mal. Container, Kontrollelement, meine Fresse. Nahrungsmittelprozessor, den wir auf jeden Fall auch halten haben. Grundlegend Strom, Selbstschussanlagen, ja gut, wissen wir jetzt noch nicht. Ich glaube, wir kommen erstmal so zurecht. Ein Generator, Pflanzenlicht und Lebensmittel. Eine Hangartür ist auch nicht schlecht, Rolltür klingt auch gut. Und Aufzug nehmen wir auch gleich mit. Sauerstoff haben wir hier, aber Treibstofftanks brauchen wir für Energie, wie wir vorhin schon gelesen haben. Aber so Blöcke und sowas ist hier irgendwie nicht. Diverses. Kleines Raumschiff, großes Raumschiff. Signallichter. Achso, davon habe ich eins. Drahtlosverbindung. Was sind das? Ventilatoren. Ah, okay. Quasi eine Klimaanlage. Okay. So, und dann kann der hier jetzt erstmal Blöcke herstellen. Wir nehmen künstliche Wasserblöcke. Ja, das klingt dumm. Stahlblöcke. Ja, ein bisschen Eisen haben wir ja. Wir gucken mal, wie viel daraus werden. Eins herstellt. Okay. Sechs Stahlplatten. Oha, da brauchen wir eine Menge Eisen. Da brauchen wir eine ganze Menge Eisen. Lithiumerz, Eisenerz. Hauaha. Gut, dafür müssen wir dann vielleicht mal Eisen finden. Ich beende das erstmal. Ein bisschen was bauen müssen wir auch noch. Ja, das ist gleich unser Eisen alle. Ich habe mir gedacht, das könnten wir jetzt hier relativ. Alter, die sind ja mini. Das ist L? Stahlblöcke L. Euer Ernst? Das ist ja nix. Ach, jetzt muss ich die hier dran bauen. Oh. Oh, cool. Das ist ja interessant. Das war reiner Zufall. Was lobt sie? Das ist ja krass. Okay. Ja. So, kann ich das jetzt hinsetzen? Bin ich mit Rechtsklick hingekommen? Okay. Okay, muss ich hier direkt dran bauen. Oh, nochmal. Wie kann ich das denn? Wie kann ich das drehen? So nicht. All shape low. All shapes categories. Okay. Also erstmal machen wir jetzt den Sand weg. Legen wir da unsere Wand frei. Ah. Unsere Stahlwand. Aber da muss ich mich ja irgendwas mal einfuchsen. Das ist quasi das, was jetzt bei 7 Days kommen soll. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und so ein Baum. Fundament hinkommen. Richtig. Wäre auch interessant. Ne, warum kann ich die nicht? Mit der Waffe kriege ich das auch nicht klar. Ich glaube, da kann ich ewig drauf rumballern. Da steht
steht auch nicht, wie viel Leben das hat. Ach hier, zerlegen. Das geht. Tada! Was krieg ich dafür? Stahlplatten, nur die Hälfte krieg ich wieder. Das soll anfangen. Dann brauche ich nämlich zumindest hier auf der Ecke erstmal Fundamente. Muss ja nicht überall sein. So, dann gucken wir mal. Würfel, ne? Dann, ja, es geht tatsächlich. Das habe ich gestern schon in einem Video gesehen. Zack. Kann ich zumindest bis hier die Stahlwürfel nachbauen. Ja, wie cool ist das? Ja, das spart natürlich ordentlich Zeit, wenn man einfach Reihe hoch, Reihe hoch, Reihe hoch und dann ist das fertig. Und ziehen uns hier so unser Fundament lang. Grundsätzlich erstmal. Dann bohren wir uns da langsam in den Berg. Das wird schon nett. Ich reicht doch fast bis hier vorne. Hier vorne den Platz brauche ich ja gar nicht mehr so dringend. Obwohl ich ja irgendwo auch einen Garten einbauen muss. Ne? Naja, okay. Da werde ich tatsächlich ein bisschen rumfrickeln müssen, um zu gucken, wie das geht. Muss ich hier irgendwas dran machen? Nö. Okay, Funktion, nix. Okay, das ist erstmal eine ganz coole Sache. Wir futtern noch ein bisschen was. Und dann können wir in der nächsten Folge gucken, dass wir hier unsere Basis hochziehen. Bis dahin genießen wir hier von Fliegen umschwirrt den Mondaufgang und ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Bertholdsson.